Hallo und herzlich willkommen zu meinem Map-Test. Jetzt teste ich mal die Langenburg V1. Sie ist von GE Mapping. Die Map hat eine Größe von 288 MB. Die I3D sind 134 MB. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr euch die Map ladet, beim Mod-Hoster die Beschreibung lest, weil der Modder versehentlich ein paar Daten gelöscht hat. Die bitte dann noch einmal die Map-Silo-Band-RA runterladen und in der Map einbauen. So, dann schauen wir uns mal die Map an. Hier wäre schon mal das Wohnhaus. Up. Was haben wir denn da Schönes? Hi. Hier hinten ist gar nichts. Oh. Nicht schlecht. Jetzt ist dann die Karte mit den ganzen Preisen, Feldpreisen. Kann man hier schönes Hallen, Tankstelle, da hätten wir die Kornduschen, die Silos, hier haben wir Zuckerrüben, Kartoffeln, in dieser Map ist der Wassermod verbaut. Futterlager. Wassermod verbaut, Ampel und Blitzer. Dort haben wir die Güllegrube. Hier wären dann die Kühe. Jo. Hier wollen wir dann die Schafi. Ich glaube, hier hinten haben wir was. Ja, hier haben wir die Schafe. Und da drüben der Hühnerstall. Okay, dann schauen wir uns mal die Map an. Bienenhäuser. Reißender Plus.
Das war der Blitzer, genau. Das sieht ja mal nice aus. Die Berge da. Ein Ballon. Was haben wir denn hier? Das ist die Molkerei, genau. Tütüt, ich bin im Einsatz. Ich habe Sonderrechte mit dem Trecker. Haha. Was hätten wir denn hier Schönes? Oh. Hier wäre dann der Landi, schätze ich mal. Landhandel. Ein Güterbahnhof. Genau. Hier wäre Güterbahnhof. Schauen wir mal weiter. Hier sind auch schöne große Felder, kleine, große. Zieht aber so ziemlich an die Leistung die Karte. Dann geht es weiter. Bin ich hier wieder am Güterbahnhof. Wie, hier fährt ein Auto durch? Was ist das denn? Okay. Hier wäre die Industrie.
Fehler schon teilweise. Entschuldigung, ich bin versichert. Lass mich los. Hier oben wäre dann Pferde- und Fruchtlager, Pferdehof und Fruchtlager. Schweine. Okay, aber wieder weiter. Kleines Minidorf. Hätten wir hier ein Gartencenter. Gärtnerei, genau. Hier ein kleines Dorf ist. Wasserstellen. Hier geht's dann zur Mühle hoch. Mit Lagerfeuer. Hier eine Baustelle ist. Junge Frau, gehen Sie mal ein bisschen schneller. Hier der Lidl wäre. Ich darf mal, ne? Bin ja im Einsatz.
Genau, hier ist der Hof. Mit den Bienen. Hier kommen wir dann jetzt zur BGA. Natürlich nicht, andersrum. Hier dann die BGA wäre 8 Lager, 8 Silos und 2 Bunker. Okay. Dann beende ich mal das Video hier und wenn euch die Map gefallen hat, den Link werde ich dann in meine Videobeschreibung mit einfügen und wünsche euch dann noch viel Spaß mit der Map. Ciao.